Tarzan einiges benennen und der Song benennt wahrscheinlich, da muss man einen Sänger fragen, der hat den Text dazu geschrieben, aber der benennt wieder jetzt. Ach, der Schlagzeuger. Aha. Dann fragen wir den, was er da genau damit benennen will. Okay, vielen Dank an den Bassisten von Old Age Revolution. Was haben wir denn gemeint mit Satan? Und zwar den Gott, an den diese Zivilisation glaubt. Braucht sie den? Das ist vielschichtig jetzt. Kannst du das spezifizieren? am besten immer persönlich sich selber fragen, brauchst du einen Gott, um dir die Welt zu erklären? Eine bestimmte Art schon. In dem Text geht es allerdings darum, dass die meisten in guten moralischen Ideen, also in diesen kirchlichen Ideen, mit auch noch bestem Gewissen, also schrecklicherweise, Dinge tun, die totaler Riesen Scheißdreck sind. Sehr gut ausgedrückt. Weil wir gut Menschen sein wollen. Ja, und genau dadurch einen Mist bauen, dass alles zu spät ist. Also und auch wirklich solche Dinge wie zum Beispiel, schickt viel Essen runter nach Afrika. Ja. Und das hat dann witzigerweise zur Folge, dass die da unten dann halt viel kostenfreies Essen haben. Das bedeutet, die Bauern können nichts mehr absetzen und verarmen. Und im nächsten Jahr gibt es noch weniger als im Vorjahr. Aber die Leute fühlen sich super dabei, freuen sich einen Ast und darum geht es in dem Song. Okay, und da sieht, also nach dem Spruch, der Teufel sitzt im Detail. Dass man Dinge, die man im besten Gewissen tut, vielleicht doch ab und zu hinterfragen darf und sollte. Unbedingt. Ich glaube, also eine dogmatische Moral ist, man muss immer auf die Folgen achten, also was mache ich da eigentlich wirklich? Und ich glaube, da sollte man gut überlegen. Aber man spricht natürlich auch mit einem deutschen Musiker. Und Musiker sind ja das Sprachrohr von dem jeweiligen, wenn es es überhaupt gibt, Gewissen. Und wir, diese Generation, ich bin nicht neidisch auf sie, die ist mit einem unglaublich belasteten Gewissen aufgewachsen. Musik ist eine der Möglichkeiten, um ein bisschen wieder ins Reine zu kommen damit, aber wir haben nur viel besseres Gewissen gehabt. Viel besseres. Wir haben nur, allerdings war das vor diesen Benzinpreisen zum Beispiel. Und bei uns hat es auch die armen Kinder in Afrika gegeben. Aber Afrika war weiter weg. Heute kannst du für 39 Euro nach Afrika fliegen. Es ist so. Und damals hat es das nicht gegeben. Damals war es auch so, wenn ein Maharaja aus Indien in Bonn angekommen ist, das waren hoch angesehene Menschen, der wäre heute ja schon am Flughafen verhaftet. Die Welt hat sich ganz massiv geändert und ich hoffe immer so auf Musik, die vielleicht für wenige Sekunden einen entbindet von dieser schweren Last, die auf allen unseren Herzen liegt. Ich bin nicht der liebe Gott, leider Gottes, aber ich würde euch so gern freisprechen von einem schlechten Gewissen. Ihr müsst überhaupt keines haben. Niemand muss eins haben. Niemand. Ich glaube auch nicht. Das sind wir alles nur Menschen im Gegensatz zu Riesenschildkröten. Hä? Ja, doch. In our world, this is no surprise. The fat gorge is gaining fast. The same to same, but just after the test. 100 starts, the race begins here. The 90s losers, only one man wins. The return, the poor fog up. The mighty say that further away. In our world, this is no surprise.
the fat core agenda, skinny fast, the same to same, pictures have to the test. 100 start, oh, the race begins here. 9 inch loses, only one man wins. The return to poor fog up, the mighty say, oh, wow! Satan.